Nürnberg 2 gegen Ingolstadt 2, das Sonntagsspiel der Regionalliga Bayern. Ein absolutes Spitzenspiel zwischen dem Tabellendritten und dem Tabellenfünften. Das Team von Roger Prinzen konnte mit einem Sieg an Burghausen auf Platz 2 vorbeiziehen, da Wacker in Illertissen mit 0:1 verloren hatte. In Halbzeit 1 die Gäste auch das klar bessere Team. In der dritten Minute mit der ersten guten Chance durch Patrick Weimar. Die Klupperer drückten von Beginn an. Die Franken immer wieder mit steilen Pässen in die Spitze. Hier setzt sich Silvestre gut durch, aber Ortak im FCI-Tor pariert glänzend. Roger Prinzen konnte bis dahin zufrieden sein, nur die Chancenverwertung ließ noch zu wünschen übrig. In der 36. Minute dann wieder die Nürnberger. Das Mittelfeld schnell überbrückt, den Ball gut behauptet und dann wird Knežević auf die Reise geschickt und der macht das eiskalt. 1:0, die verdiente Führung für den FCN 2 durch das dritte Saisontor für Ivan Knežević. Ingolstadt bis dahin überhaupt nicht in der Partie, hat kurz vor der Pause sogar die Riesenchance durch Sami Amari. Den muss er eigentlich machen. So ging's mit 0:1 in die Halbzeit. Nach der Pause der FCI 2 wie ausgewechselt. Er spielte sich Chance um Chance. Hier klärt Weber auf der Linie und dann ist Clubkeeper Kolbe zur Stelle. Nürnberg zitterte um seine Führung und konnte sich nur selten aus der Umklammerung der Hausherren befreien. Ingolstadt spielte jetzt mutig nach vorne. Das Spiel glich nun einem Zielscheibenschießen. Dieses Mal klärt Tyson in höchster Not. Die Klupperer mit der Führung inzwischen sehr gut bedient. Dieser Eckball in der 75. Minute nur eine von vielen Chancen für die Schanzer. Müller an die Latte. Am Ende sollte es aber einfach nicht sein. Ingolstadt heute mit zu wenig Glück im Abschluss, kassiert also eine bittere Niederlage, findet auch Trainer Stefan Leitl. Ich glaube, dass es in der ersten Halbzeit ein ausgeglichenes Spiel war, mit Chancen auf beiden Seiten, wobei man ja auch sagen muss, in der ersten Halbzeit die klareren Torchancen hatte Nürnberg, zumindest in der Anfangsphase. In der zweiten Halbzeit, denke ich, war es ein Spiel auf ein Tor, mit großen Möglichkeiten für uns. Kann meinen Jungs keinen Vorwurf machen, sie haben alles reingehauen, haben tolle Chancen kreiert und ich glaube, dass heute nicht die bessere, sondern die glücklichere Mannschaft gewonnen hat. Für den FCN 2 hingegen ein wichtiger und hart erkämpfter Sieg. Die Klupperer nun auf Platz 2 sind schon in Erwartung des Topspiels gegen Regensburg, natürlich auch hier auf BFV-TV. Das heißt in Zukunft, ja. Zukunft ist das nächste Spiel gegen Regensburg. Ja. Und wenn so eine Konstellation ist, Erster gegen Zweiter, wird es eine interessante Aufgabe werden. Wir haben uns Regensburg angeschaut. Das wird ein interessantes Spiel am übernächsten Dienstag. Und hoffe, dass zu dem Spiel auch ein paar Fans von uns ins Stadion kommen, wenn wir im Grundig-Stadion spielen gegen die Jungs aus Regensburg, dass wir da kein Auswärtsspiel haben, weil man ja gehört hat, dass da viele Fans von Regensburg zu dem Spiel kommen werden.